Freitagabend zusammenzukommen und Gottesdienst zu feiern und auch Gott zu loben und zu preisen zum Sabbatanfang. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt und seid nicht allzu müde. Ich möchte nebst allen Gliedern auch alle ASI-Mitglieder herzlich begrüßen, alle Gäste und auch ganz besonders Marlin und seine Frau. Schön, dass du gekommen bist, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich schon richtig. Die ASI-Tagungen in Österreich sind für mich immer sehr bewegend, sind in verschiedenen Städten. Letztes Jahr waren wir in Wien und so dürfen wir dieses Jahr in Klagenfurt sein. Und das ist was ganz Besonderes. Meine Zeit in Klagenfurt, das ist schon ein bisschen her. Da habe ich studiert in Bogenhofen und dann bin ich zum BE für die Buchevangelisation hier, glaube ich, 2-3 Monate gewesen und habe damals mit dem Andi Spulli und dem David Lumpi die Gegend unsicher gemacht. Das war eine besondere Zeit, sehr segensreiche Zeit und so freue ich mich wieder bei euch zu sein nach so langer Zeit. Das sind schon doch fast 20 Jahre her. Zwischendurch war ich mal ganz kurz da, aber da habt ihr mich, glaube ich, nicht gesehen. Da war ich für die E-Alp zum Unterrichten und dann wollte ich den Gottesdienst mit euch verbringen und am Abend dann eben zum Unterricht gehen. Aber ich freue mich und bin schon ganz gespannt, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Wir haben ein großes, ich wollte schon sagen, dickes Programm. Ja, es ist schon einiges los, glaube ich, von Musik her über viele Ministries, die gekommen sind, Erfahrungen und Zeugnisse. Und ich freue mich riesig, mit euch gemeinsam diesen sehr schönen Sabbat erleben zu dürfen. Ich habe auch einen Bibelvers. Den Bibelvers, den findet ihr in Lukas Kapitel 10, Vers 2. Der ist auf den Flyern drauf gedruckt. Und den möchte ich euch gerne vorlesen als Bibelvers zum Anfang unseres Lobgottesdienstes. Die Ernte ist groß, die Arbeiter sind wenige und deswegen haben wir einen Auftrag, nämlich zu beten. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und daher freue ich mich, dass wir loben dürfen und preisen dürfen und danken dürfen, aber vielleicht auch immer wieder zwischendurch bitten dürfen, dass der Herr Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich möchte euch zum Anfang gerne einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und ein Lied singen, und zwar das Lied 410 und dort alle Strophen. 410, alle Strophen. Thank you.
Wir wollen noch stehen bleiben und miteinander beten. Unser himmlischer Vater, hab herzlich Dank, dass die Woche zu Ende geht und dass wir zur Ruhe kommen dürfen innerlich. Danke, dass du uns gesegnet hast, dass du uns geführt hast, dass du uns Gesundheit gegeben hast diese Woche. Wir möchten dir danken für die vielen Erlebnisse, für die vielen Erfahrungen, für die vielen Eindrücke. Und lieber Herr Jesus, wenn wir jetzt als Gemeinde zusammenkommen, um dich zu loben und dich zu preisen, zu hören, was du gemacht hast, dann möchten wir danken, dass du deinen Heiligen Geist auch hierher sendest, damit wir dich anbeten dürfen. Hab Dank für deinen Segen, danke, dass du da bist und danke, dass wir hier miteinander da sein dürfen. In Jesu Namen. Amen. Für diejenigen, die Asi vielleicht noch nicht so kennen, Asi ist ein Verein, ein christlicher Verein mit dem Ziel, Jesus Christus praktisch auf dem Marktplatz des Lebens zu bezeugen. Es ist ein Zusammenschluss von Siebenten-Tags-Adventisten, von Unternehmern, von Führungskräften, von Leitern von Institutionen, die im Dachverband gemeinsam Jesus dienen möchten. Und wir haben eine Inspirationsplattform, damit nämlich auch neue Ministries gegründet werden können. Bestehende Ministries, die gekommen sind am Wochenende, möchten gern berichten, was sie mit Gott erlebt haben. Wir haben ja einige turbulenten Zeiten hinter uns, aber Gott kann man immer erleben. Und so haben wir heute Abend drei Ministries, die vorgestellt werden. Wir haben L'Espérance mit dem Kai Mester, gefolgt von Vienna Family Media mit Michael Küberger. Dazwischen haben wir ein kleines Musikstück. Vielen Dank der Gemeinde hier in Klagenfurt, dass ihr die Musik stellt. Und direkt nach dem Musikstück kommt das Ministry Dunyaheri. Das heißt, ihr dürft in dieser Reihenfolge vorkommen, liebe Ministries. Und der Christian Himmelsbach, der hier in der ersten Reihe vorne sitzt, hat ein Tablet, damit ihr schauen könnt, wie viel Minuten ihr noch habt. Solltet ihr die Minuten nicht einhalten, werde ich kommen. Ansonsten komme ich erst kurz vor der Vorstellung von Marlin wieder. Danke euch, dass ihr da seid. Gottes Segen. Ja, schönen guten Abend. Ich habe die Freude, euch das erste Ministry vorstellen zu dürfen. L'Espérance Kinderhilfe darf euch mit entführen nach Afrika, aber auch nach Südamerika. Und dass wir einen Blick darauf werfen können, was ein kleiner Kreis von Menschen, Adventisten aus der Adventgemeinde Hanau damals, die haben sich inspirieren lassen, durch die Not in Äthiopien für Kinder eine Arbeit zu beginnen, um ihnen wieder ein Zuhause und eine Heimat zu geben. Und daraus ist ein großes Werk entstanden. Betreuung von Voll-, Halb- und Sozialwaisen. Wir haben jetzt inzwischen 210 Waisenkinder in verschiedenen Projekten, die ich euch gleich noch zeigen werde. Und auch externe Schüler zum Teil, wo wir adventistische Bildung anbieten, nicht nur für Junge, auch Junggebliebene, sind insgesamt über 1500 Schüler. Auf einer Fläche von 402 Hektar, insgesamt mit Land, Forstwirtschaft, Gemüse- und Obstanbau, Handwerksstätten, wo auch die Kinder und Jugendlichen eben lernen können, Dinge, die sie im Leben brauchen. Schneiderei haben wir da, eine Schreinerei, Bäckerei, Friseursalon, jetzt ganz neu auch. Und aus diesen ganzen Arbeiten wird jedes Jahr, in jedem Projekt werden noch Evangelisationen gemacht oder Pfadfinderarbeit, und daraus resultieren auch immer viele Taufen. Also allein in 2021, trotz der Pandemie, insgesamt 190 Taufen, sonst sind es oft viel mehr. Und eben auch Gesundheitsmission haben wir in Brasilien, ganz ähnlich wie das TGM auch hier in der Nähe. Ja, dann werfen wir mal einen Blick auf die verschiedenen Standorte. Als erstes, also wir sind 1983 entstanden, 1985 entstand dann in Akaki, Äthiopien, das Kinderdorf, seht ihr ganz rechts oben, dann darunter, eben aufgrund der Hungersnot, die damals so schlimm war.
Dann in Uganda, da war ein großer Krieg im Land, wo es auch viele Waisen gab. Da entstand das nächste Kinderdorf, erst Kirinda, später sind wir nach Kinyo umgezogen. Dann nach dem schlimmen Völkermord in Ruanda ist dort das Kinderdorf entstanden. Und die Straßenkinder von Brasilien haben L'Espérance inspiriert, auch dort ein Projekt zu beginnen, 1996. Dann in Bolivien, wo auch sehr viel Not ist, wo Kinder oft teilweise ganz früh morgens auf dem Markt, wenn noch nicht viele Leute da sind, die Stände gerade aufmachen, plötzlich liegt da irgendwo ein Baby, was eine Mutter abgelegt hat, weil sie sich selber nicht weiß, mehr zu helfen weiß oder nicht drum kümmern kann. So entstand dort die Arbeit. Und jetzt dieses Jahr ein neues Projekt in Simbabwe, was jetzt ganz frisch begonnen hat. Dann möchte ich euch jetzt diese einzelnen Projekte mal zeigen, auch immer zwei Bilder dazu. Das war eben wirklich damals eine besonders große Wundererfahrung, wie Paul Kowol, der Gründer, mit nur ganz wenig Geld, er konnte gerade das Flugticket kaufen und hat noch ein bisschen extra gehabt, einfach ja, los ist ins Flugzeug nach Äthiopien und Gott hat die Türen aufgemacht, er ist direkt zur Regierung gegangen. Diese Geschichte kann man auch in dem Buch Leben aus erster Hand, was ihr bei L'Espérance beziehen könnt, lesen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Buch über die Anfänge von L'Espérance. Ja, dort haben wir drei große Schulzweige, also Kindergarten, dann die Volksschule bis zur 8. Klasse und dann bis zur Oberstufe, 12. Klasse. Es ist ein großes Projekt mit 127 Mitarbeitern. Wir haben jetzt eine ganz neue Leiterin aus Belize, die Anita, und sie hat wirklich ein Jahr lang kämpfen müssen, bis sie die Arbeitserlaubnis hatte, musste immer wieder ausreisen, nach Uganda teilweise, dann in Ruanda, in unsere anderen Projekte. Und jetzt im Juli hat sie es endlich geschafft und nun können dort auch viele Änderungen und Reformen noch durchgeführt werden, auf die wir schon lange gehofft haben. Die Leiter sind immer direkt von L'Espérance Deutschland aus angestellt und erhalten auch ein Monatsbudget, mit dem sie dann ihr eigenes Personal auch zusammenstellen. Ja, dort haben wir 79 Waisen und in Uganda, das ist so das Projekt, was am schönsten gelegen ist, direkt am Ufer vom Viktoriasee, haben wir 80 Waisen und 240 Schüler insgesamt dann mit unseren Waisen auch noch aus der Umgebung. Dieses Jahr allein sind dort schon 67 Menschen auch getauft worden auf einer Evangelisation und es ist also wirklich ein herrlich, das ist hier der Blick, den man sieht vom Gästehaus aus, also wenn ihr da mal hingehen möchtet zu Besuch, es ist wirklich ein Erlebnis. Die Landwirtschaftsschule in Ruanda, dort konnte leider die Arbeit mit Waisenkindern aufgrund gesetzlicher Auflagen nicht mehr weitergeführt werden, aber wir haben dort jetzt eine Schule mit 199 Schülern, das ist eine Senior High School, also Alter 16 bis 20 Jahre, und sie machen da ihren Highschool-Abschluss, aber werden ausgebildet ganz praktisch noch in Landwirtschaft, was auch während der Corona-Zeit sehr hilfreich war, weil sie dann zu Hause in ihren Familien auch helfen konnten, kleine Küchengärten anzulegen. In Brasilien, da haben wir eben so eine Einrichtung, die ähnlich ist dem TGM hier, ganz in der Nähe. Also es ist eine Missions- und Volontärschule, wo es einen sechsmonatigen Missionskurs gibt. Da waren jetzt dieses Jahr 11 Schüler, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich, konnten auch schon mal 20 gewesen sein. Und einmal im Monat, eine ganze Woche, gibt es dann ein Angebot, Emotional Detox, so ein New Start-Programm, wo Kurgäste kommen. Dadurch trägt sich die Einrichtung auch. Alle Einrichtungen von L'Espérance sind also gehalten, auch selber Einkünfte zu erwirtschaften, damit sie nicht völlig abhängig sind von Deutschland. Man weiß ja auch nicht, wie sich alles weiterentwickelt in der Weltlage, sodass wir auch dafür gerne sorgen möchten, dass nicht plötzlich, wenn Gelder nicht fließen könnten, dann alles zusammenbrechen müsste. Ja, wir haben einen recht jungen Leiter, Arthur, ist erst kürzlich Familienvater geworden.
Ja, und Sie machen dort in der Umgebung auch eine gute Arbeit mit Hauskreisen, Bibelstunden. Dieses Jahr hatten wir schon 15 Taufen. In Bolivien, das sind übrigens die Eltern vom Arthur, die Brasilianer dort jetzt nach Bolivien gegangen sind, um das Kinderdorf zu leiten von 51 Kindern momentan, wo wir eben auch die Schreinerei und die Bäckerei, Schneiderei und den Friseursalon haben. Und das liegt direkt am Fuß der Anden, im tropischen Regenwald, auch am Fluss gelegen, ist auch sehr wert, besucht zu werden, überhaupt eigentlich alle Projekte, aber das lohnt sich dort. Wir haben dort 6 Häuser, in denen die Kinder in Familiengruppen aufwachsen und es gehen auch immer wieder, jetzt gerade wieder 2 Volontäre von ADRA hin oder auch andere Volontäre, die auf eigene Faust dort ein Jahr mithelfen. Und das neueste Projekt eben in Simbabwe, wo noch keine Kinder sind, aber jetzt 105 Hektar Land erworben werden konnten, wo aber schon auf diesem Land eine florierende Landwirtschaft und Gemüseanbau ist. Hier ist, habe ich links mal das Bild, das ist so die Grenze da an dem Fluss, an dem dieses Landstück liegt, wunderschön. Und geplant sind auch dort 10 Familienhäuser, ein Kindergarten bis Berufsschule. Und dafür brauchen wir natürlich wieder Spendenunterstützung, haben aber auch im Land, weil es auch in Simbabwe sehr viele Adventisten gibt, eben eine Stiftung, die uns da auch zur Seite stehen wird. Hier unten rechts seht ihr dann noch den Vorstand. In jedem Land gibt's also, wird ein Vorstand gewählt alle 2 Jahre, der auch dieses Management dann noch beratend mit begleitet. Und zum Schluss seht ihr noch hier unseren europäischen Vorstand. Mancher Name wird euch vielleicht bekannt sein, Gerhard Paderatz oder Jeremy Zwicker, Paul Kowoll, Gerhard Herrmann oder Dr. Rivelino Montenegro aus Portugal, bekannt auch. Ja, und dieser Vorstand, der trifft sich alle 2 Wochen, machen sie Telefonsitzungen am Abend, denn sind ja alle berufstätig. Wir haben nur 2 Halbtagsangestellte, von denen ich einer bin. Und lad euch ein, uns auf Instagram und Facebook oder Facebook zu folgen und einfach auch an unserem Stand vorbeizukommen und die Arbeit auch mit im Gebet oder wie ihr sonst Möglichkeiten habt zu unterstützen. Ja, und vielen Dank dafür. Frankfurt. Ich bin heute angereist im Namen von Vienna Family Media, um, wie es der Name vielleicht schon erraten lässt, aus Wien gekommen und um euch zum ersten ASI zu danken für die Unterstützung, die wir letztes Jahr erhalten haben für eins unserer Projekte und zum zweiten, um euch zu zeigen und euch zu motivieren, dass was ich euch zeigen will, zur Verfügung stehen wird, ja, in Gemeinden, das wir benutzen wollen. In dem Sinne von Missionsarbeit, Outreach, dass wir Menschen draußen erreichen können, nach diesem Motto gehen wir hinaus, dorthin, wo die Menschen sind, wo wir sie finden, haben wir vor ein paar Jahren in etwas investiert, das ich euch hier ein bisschen vorstellen möchte. Und zwar geht es hier um ein Kino- und Filmprojekt. Ein Sommerprojekt, weil es ist ein Outdoor, es ist ein Open-Air-Filmprojekt. Wie man hier sieht, es ist ein Aufbau, der besteht aus einer aufblasbaren Videoleinwand, aus einem aufblasbaren Bild und einem kleinen, aber feinen Soundsystem dazu. Es passt sich wunderbar, am besten draußen irgendwo in einer netten Umgebung, im Park oder hier ist es ein netter Platz. In dem Fall war es eigentlich ist es ein nettes Café,
draußen an einem Fluss, das ist in Lilienfeld in Niederösterreich. Und das sind Bilder eben vom Aufbau, wie das dort ausschaut. In dem Fall sind wir dreimal ungefähr dort gewesen mit dem Projekt. So sieht das dann am Abend aus. Das war dort. Und grundsätzlich ist es eine Sache, wo wir mit Menschen jetzt mal irgendwo einen Erstkontakt herstellen können, wo es darum geht, wie schon erwähnt, nach draußen zu gehen, um die Menschen draußen zu kontaktieren. Weil oftmals ist es so in der Gemeinde, oder? Dass wir neben den Menschen, die wir aus der Arbeit oder so weiter kennen, oft gar nicht so wahnsinnig viel den Kontakt zur Welt draußen haben. Aber wir haben hier etwas gefunden, wo ich meine, dass wir gute Möglichkeit haben, um so einen Erstkontakt zu bilden, ja? Um mit Leuten über gewisse Themen zu sprechen und sie vor allem ein bisschen heranzuführen an Themen, Ideen, die sie wahrscheinlich, die sie manches Mal oft überhaupt noch gar nicht gehört haben. Ja. Die Möglichkeiten, muss ich sagen, was jetzt Filme betrifft, die man hier in so einem Kontext zeigen kann, sind eher begrenzt und speziell im deutschsprachigen Bereich gibt es nicht so wahnsinnig viel drüber, aber hier sind ein paar, die ich euch kurz zeigen möchte. Da gibt es zum einen ganz eine tolle Sache zu Josef, die Geschichte von Josef. Ist wunderbar für Kinder, ja, für Kinder mit Eltern. Luther kennt ihr wahrscheinlich, möchte euch dann nachher gleich noch ein bisschen mehr darüber zeigen oder erzählen. Hier die Rückkehr der Götter, da gibt es etwas, das zeigt ein bisschen auf, so so wie es uns von Ellen White vorhergesagt worden ist, dieser Fortschritt oder das Wiederauftauchen des Heidentums am Ende der Zeit. Die Pilgerreise ist eine tolle Verfilmung von dem Buch von John Bunyan, das uns Ellen White ans Herz gelegt hat zu lesen. Der Film Expelled, Intelligenz streng verboten, ist recht eine dynamische Doku, würde ich sagen, wo es um die Themen, wo die Themen Intelligent Design zu der Evolutionstheorie, wo diese Dinge gegenübergestellt werden. Ja. Also eine gute Brücke eigentlich zu dem Thema Intelligent Design oder Schöpfung. Ja. Ebenso der Schöpfungsfilm wäre hier zu nennen, den ihr wahrscheinlich kennt, den Walter Veit, unter anderem Walter Veit hat darin mitgespielt. Und ja, unsere Produktion, also die adventistische Produktion, Tell the World, der eben ein toller Film ist und wo ich sagen würde, der einen guten Rahmen bietet, dass man jetzt mal für die Gemeinde eigentlich, ja, für die Gemeinde selbst draußen irgendwo was anbietet oder organisiert. So richtig spannend oder interessant wird es allerdings dann, wenn man das Ganze zu einem Themenprojekt machen kann. Ja. Und da will ich euch jetzt kurz zwei vorstellen davon. Das hier war zu dem Anlass der 500 Jahre Reformation. Und damals war es die Gemeinde in Fürstenfeld, beziehungsweise ja, eine Schwester, die das bei ihr zu Hause organisiert hat im Südburgenland und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fürstenfeld. Das Ganze hat damals stattgefunden bei ihr zu Hause am Grundstück. Da war damals der Bruder Pastor Pieslinger mit dabei und der hat es so gehalten, dass er immer wieder man hat den Film präsentiert, es gab Bücher und so weiter dazu, passend zu der Thematik, und er hat diesen Film dort immer wieder gestoppt und hat interessanten Hintergrund dazu erzählt. Ja. Ein zweites Bild dazu von dieser Szene. Und das hier ist gerade unser neuestes Projekt. Ihr kennt es vielleicht, das ist das Standbild aus Nebukadnezars Traum in Daniel 2.
ist ganz kurz erst, vor ganz kurzem erst zu uns nach Wien gekommen. Und ich habe gerade noch, damit ich heute hier ein bisschen was präsentieren kann, damit ich euch ein bisschen einen Eindruck davon zeigen kann, haben wir letzte Woche noch geschwind einen Probeaufbau gestartet damit. Ja, damit ihr da ein bisschen einen Eindruck davon bekommt. Ja. Das ganze Ding ist ungefähr vier Meter hoch, würde ich sagen. Ist recht imposant. Hier mal der Kopf dazu. Und hier der Aufbau samt dem Stein, der gehört dazu. Das Ganze wird mit so einem Luftsystem beblasen, damit das Ding sich aufbläst und steht. Und im Hintergrund sieht man eben die Leinwand dazu. Was dann noch dazu kommt vom Bild vorher, wäre das Zelt. Ja, also alles in allem macht es, wenn man es jetzt wo präsentieren kann, in einem, wie gesagt, am besten in einem Park oder irgendwo im Grünen draußen zwischen Bäumen, dann macht das Ganze schon einen recht imposanten Eindruck, würde ich sagen, und zieht schon Blicke auf sich. Ja. Und man merkt, dass Leute, die vorbeikommen, doch sehr interessiert dran sind und sich fragen, ja, was geschieht da? Ja? Also in dem Sinn kann man das gut nutzen, um ein bisschen die Blicke auf sich zu ziehen. Das letzte Bild, das ich euch jetzt zeigen möchte, im Zuge dieses Projekts, wollen wir gerne von Doug Batchelor diese Präsentation von Amazing Facts, diese Präsentation Kingdoms in Time verwenden, wo er sehr, sehr gut den ganzen Bogen spannt, ja, um Daniel 2, ganz eine tolle und dynamische Präsentation. Das ist das, was wir dann planen. Das ist jetzt in Vorbereitung für nächstes Jahr im Sommer. Und wir werden bis dorthin da einiges an Flyern vorbereiten. Wir haben Gott sei Dank eh schon gutes Material, aber es ist doch noch einiges an Arbeit zu tun, bis es dann stattfinden kann. Aber das sieht ganz gut aus dann bis zum nächsten Jahr. Genau, also das ist es. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Eindruck darüber vermitteln können. Und wie schon eingangs erwähnt, ist die Idee jetzt dahinter, dass dieses Projekt oder dieser Aufbau hier, ja, dass das den Gemeinden zur Verfügung stehen soll. Ja. Das heißt, wenn immer eine Gemeinde sagt, hey, wir finden das interessant, wir würden das gerne bei uns machen, ja, dann könnt ihr mich im Laufe dieses Wochenendes hier gerne ansprechen, und wir können schauen, dass man für nächstes Jahr im Sommer was organisiert. Ja. In diesem Sinne, Dankeschön.
Sabato Njema. Ich darf euch jetzt das nächste Projekt vorstellen. Und es ist mein Vorrecht, dass ich jetzt kurzfristig übernehmen durfte. Ich bin erst vor ein paar Stunden eigentlich aus diesem Ort zurückgekehrt. Deswegen verzeiht mir, wenn sich Fehler eingeschlichen haben oder ich den Zeitrahmen springe. Ich habe versucht, alle Informationen einzubauen, die mir erteilt wurden. Und ich glaube, die meisten von euch kennen Dunia Yaheri, zumindest den Namen, bereits. Es handelt sich dabei um ein Kinderheim. Jedoch ist es viel mehr als nur ein Kinderheim. Man sieht, es geht auch ganz besonders. Um landwirtschaftliche Errungenschaften. Ich soll euch auch ganz liebe Grüße von der Christina ausrichten. Christina Zechner, sie befindet sich noch immer dort als Volontärin. Und es ist ein Waisenheim, welches 27 Kinder derzeit hat. Sie haben vor einigen Jahren ein großes Grundstück von Alois Kinder gespendet bekommen, an dem sie jetzt einiges anbauen. Man sieht, viele Bananen, Ananas, die sind derzeit jetzt gerade am Wachsen. Und sie haben auch aus dem anderen Grundstück Ziegen und Hunde. Das Waisenheim befindet sich in Tansania, ca. 50 Kilometer südlich von der Großstadt Dar es Salaam an der Küste des Indischen Ozeans. Und das habe ich noch vorhin vergessen zu sagen, Dunia Yaheri heißt übersetzt Erde des Segens. Und das ist es wirklich. Es ist, wie schon erwähnt, ein großes Missionsprojekt und die Mission findet innerhalb des Waisenheims statt, als auch außerhalb des Waisenheims. So, innerhalb des Waisenheims möchte ich noch kurz eine Begebenheit erzählen. Vor ein paar Wochen hat ein Volontär an einem Sabbatabend eine Geschichte den großen Kindern erzählt. Und das eine Kind, circa 6 Jahre alt oder 7 Jahre alt, sitzt neben mir und sie versteht Englisch nicht ganz so gut. Und es wurde gerade darüber geredet, dass wir bald in den Himmel reisen werden und wie das so ist. Und dann stupst sie mich so an und fragt, Dada Melan, also das heißt Schwester Melanie. Heute, reisen wir heute in den Himmel? Ich so, nein, morgen. Ich so, nein, heute. Nein, wenn Jesus wiederkommt. Jesus kommt bald wieder. Aha. Und dann, wenn Jesus wiederkommt, werden wir in den Himmel reisen. Okay. Dann hat sie weiter zugehört und sie war einfach so interessiert und so wissbegierig und hat einfach wirklich gelauscht, obwohl sie nicht alles verstanden hat. Ein anderes Mal ging es wieder um den Himmel und dann meinte sie nur so, Dada Melanie, does God understand English? Also versteht Englisch? Und ich nur so, ja, er kann alles verstehen. Kann er sprechen? Und das war einfach dieses, sie haben diese Fragen und sie bekommen auch in diesem Waisenheim diese Antworten und sie werden wirklich adventistisch oder christlich erzogen. Sie haben auch jetzt eine Schule und sie warten noch auf die letzten Papiere für die School Permit, damit sie wirklich dann komplett durchstarten. Aber sie haben jetzt schon angefangen dieses Jahr und es ist auch wirklich ein Segen. Sie arbeiten, wie gesagt, auch nach außen hin. Sie haben im Dorf einige Projekte. Sie haben innerhalb dieses Jahres schon 7 bis 8 Häuser gebaut für die Dorfbewohner, die was wirklich arm sind. Man sieht hier, sie sind meistens einfach nur Lehmhütten und wenn die Regenzeit kommt, schwemmt es die einfach weg. Und deswegen haben sie Dächer, die den One-Day-Trips gleich sind. Die werden noch immer in den USA für Afrika produziert. Die haben sie besorgt. Ein Haus kostet rund 500 Euro. Und sie haben, wie gesagt, 7 bis 8 bis jetzt schon gebaut. Und dieses gegen Ende des Jahres hin wollen sie noch 2 weitere bauen. Es wird den Bewohnern dann auch freigestellt, wie sie die Wände gestalten wollen. Das heißt, sie stellen das Dach und das Restliche zur Verfügung und die Bewohner dürfen selbst entscheiden, ob sie dann Zementziegeln oder Lehm oder Palmenblätter oder sonstiges als Wände verwenden wollen. Sie suchen derzeit auch nach Unterstützern bzw. Assistenz des Projektleiters und auch Assistenz der Heimleitung, da es natürlich hilfreich ist, wenn man zum Beispiel, wenn sie die Leiter Thomas und Beate Küsel nach Deutschland reisen oder irgendwo anders sind, ist es natürlich nötig, dass jemand noch immer dort ist, der die Arbeit von ihnen macht. Ihr seht die Beschreibung, ich werde jetzt nicht alles durchgehen.
wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht daran Interesse haben könnte, könnt ihr gerne Thomas Küsel anschreiben oder auch mich noch nach weiteren Informationen fragen. Sieht man auch noch die Kinder. Ihnen geht es sehr gut. Und sie freuen sich über jeden Volontär, auch über die Christina derzeit. Nun aber zum Herzstück des Projekts, die Missionsarbeit. Sie haben 2021 zwei Evangelisten eingestellt. 2022 haben sie es jetzt auf 6 Evangelisten erweitert. Und innerhalb dieser Jahre wurden 15 Personen getauft. 2 davon waren auch von den Angestellten. 5 Personen 2021, 10 Personen 2022. Und 4 Angestellte wurden bereits vor 2021, also vor der Einstellung der Evangelisten, schon getauft. Es werden zusätzlich 55 Familien, welche von 1 bis 7 Personen jeweils sind, wöchentlich betreut und bekommen Bibelstunden. 7 davon sind auch von den Mitarbeitern von Dunia Yeheri, also von dem Projekt. Man muss auch dazu sagen, jeden Morgen finden Andachten statt für die ganzen Arbeiter, in denen auch Fragen gestellt werden können und in denen auch meistens ein Buch oder Themen einfach besprochen werden. 11 Personen bekommen auch diese Bibelstudienbriefe, The Voice of Prophecy, also die Stimme der Hoffnung, unter der Anleitung der Evangelisten. Es wurden auch schon über 150 kleine Bücher und Bibeln von den Evangelisten verteilt. Und darunter sind jetzt die Bücher Great Tribulation, The Last Message, Steps of Revival, The True Sabbath und so weiter. Man muss aber dazu sagen, dass die Kosten jedes Buches sehr hoch sind. Und ein Buch beträgt ca. 20% eines Monatsgehaltes von den Menschen dort. Das heißt, es ist wirklich eine große Investition, wenn man es wirklich kauft. Aber die Menschen dort lieben Lesen. Die Bevölkerung besteht aus ca. 85% aus Muslimen, weil es die Küstenregion ist. Und man weiß aus Erzählungen, dass es teilweise sehr schwer ist, Muslime wirklich irgendwie daran zu kommen. Aber man muss sagen, die sind ziemlich offen dort in der Region und deswegen ist es auch einfacher, sie dort irgendwie mit den christlichen Lehrsätzen in Kontakt kommen zu lassen. 2 Evangelisten arbeiten auch als Ehepaar und das ist enorm wichtig, dass auch die Frauen wirklich die Frauen erreichen können, da der Spalt zwischen Männern und Frauen dort noch sehr groß ist. Und wie sie arbeiten, ist einfach, sie helfen einfach den Leuten dort, die helfen den Bewohnern, sie helfen bei ihnen den häuslichen Arbeiten, beim Fischen, beim Arbeiten am Feld. Sie helfen einfach den Leuten mit, um Freundschaften zu knüpfen, um sie dort einfach abzuholen in ihrem Leben und einfach Teil ihres Lebens zu werden. Und sie haben auch Gesundheitsboten dort erkannt, dass es ein guter Weg ist, auch um mit den Leuten dort in Kontakt zu kommen. Und auch weitere zukünftige Aktivitäten sollen in die angeknüpft werden. Und geplant sind auch in Zukunft Gefängnisbesuche. Die 6 Evangelisten, die zurzeit dort arbeiten und tätig sind. Hier sieht man auch im Indischen Ozean die Taufen. Gerade vor 2 Wochen hat ein Camp-Meeting geendet, wo auch wieder einige Taufen stattgefunden haben. Nun aber zu dem neuen Projekt. Es geht um Übersetzung, den Druck und den Vertrieb des Buches Der große Kampf in die Sprache, in die Landessprache Swahili. Und zwar sollen 10.000 Stück gedruckt werden und nach Tansania gebracht werden. Lesen ist, wie ich schon erwähnt habe, sehr beliebt. Und selbst vor 2 Wochen waren wir gerade mit dem Fahrer des Waisenheims unterwegs. Und Mama Berthe, so nennen wir sie, Berthe Küsel, hat immer ein paar Bücher mit zum Verschenken. Und dann haben wir kurz warten müssen, stehen bleiben müssen und hat einfach das Buch geschnappt und angefangen zu lesen. Und sie ergreifen einfach jede Möglichkeit, sobald sie irgendwo ein Buch sehen, lesen sie es. Sie schalten alles rundherum ab irgendwie, sie sind voll vertieft ins Lesen. Und man sieht einfach, wie viel Bücher dort noch bewirken können. Auch wenn es bei uns vielleicht nicht mehr so ist, dort ist es wirklich, sie greifen zu den Büchern und sie lieben sie. Also nur kurz, werden auch kleine Bildteile eingefügt aus der Illustrated Great Controversy. Es soll so günstig wie möglich zur Bevölkerung kommen, also entweder eben zum Selbstkostenpreis oder weniger, wenn sich die Bevölkerung nicht leisten kann. Ein wichtiger Punkt ist da noch, dass die Papierpreise aufgrund der Corona-Krise sich nahezu verdoppelt haben.
Das bedeutet, dass die Bücher enorm teuer geworden sind. Selbst fürs Waisenheim, wenn Sie jetzt Bücher kaufen wollen von der Missionsschule Kibidula, die was die produzieren, sind sie enorm teuer und für die Bevölkerung fast nicht mehr leistbar. Zwei Sponsoren haben deswegen auch für dieses große Projekt schon im März 2022, also diesen März, das Geld ausgelegt. Aber es benötigt noch immer noch Unterstützung, damit dieses Projekt wirklich zu Ende gebracht werden kann. Ende des Jahres sollen die Bücher dann nach Tansania geschifft werden im Container. Die 10.000 Exemplare, und sie benötigen eben eure Unterstützung, dass dies auch wirklich möglich gemacht wird. Und sie bedanken sich ganz herzlich für eure Unterstützung, für die Unterstützung von ASI Österreich. Und ich soll euch ganz liebe Grüße von Ihnen ausrichten. Vielen, vielen lieben Dank, Melanie. Ich glaube, das hat man noch nie bei ASI, dass jemand gelandet ist, direkt aus dem Missionsgebiet und dann hier zur Tagung kommt. Vielen lieben Dank. Ich glaube, besser und lebendiger hätten wir es nicht machen können. Danke dir. Danke dir auch, lieber Michael, für deinen Einsatz. Du bleibst dran an dem Filmen, am Zeigen für die Menschen, und du hast einen Weg gefunden, um eine gewisse Sparte von Menschen zu erreichen. Danke dir. Und Kai, ich kann nur staunen. So viel Hektar, so viele Menschen, so viele Waisenkinder. Wenn ich die Zahlen da immer sehe, denke ich mir, unglaublich. Also bald habt ihr den ganzen Planeten in L'Espérance drinnen. Danke für dein Kommen, danke fürs Erzählen. Der Abend haben wir noch einen ganz besonderen Gast hier unter uns. Marlene, ich durfte dich vor ein paar Jahren kennenlernen. Wir waren da mit EFCO, mit der Missionsschule unterwegs, haben so Erweckungswochenenden gestaltet, und wir waren in Plovdiv. Und ich kann mich erinnern, wir sind da durch Plovdiv gefahren, kann man nicht sagen. Irgendwas mit Fliegen, würde ich eher sagen. Wir sind durch Plovdiv geflogen mit dir. Und dann habe ich gefragt, kennst du ASI? Und das hat dich sehr interessiert. Du bist dann nach Porto gekommen. Und ich bin so dankbar, dass du auch ASI Bulgarien und heute hier bist. Und Stella kennt dich ja viel besser wie ich. Und deshalb lasse ich mal Stella dich vorstellen, damit wir dich noch besser kennen dürfen. Guten Abend. Ich habe das Vorrecht, den Sprecher von dieser Tagung vorzustellen. Ich kenne ihn schon lange, aber ich kenne ihn privat. Ich kenne ihn als einen sehr tiefgründigen und lustigen Menschen. Aber jetzt muss ich ihn anders vorstellen. Er heißt Malin Vojcinov. Er ist ASI-Präsident von ASI Bulgarien und auch Gründer, einer der Mitbegründer von ASI Bulgarien. Und das ist seine Frau. Ja. Er ist auch im Unionsausschuss als Laienvertreter von der Gemeinde. Das heißt, er bestimmt auch die Richtung der bulgarischen Gemeinde mit. Ich habe noch, also zu seiner Tätigkeit als Geschäftsmann. Ich glaube, seit vielen Jahren, seitdem ich ihn kenne, beschäftigt er sich mit Paket ist wirklich etwas Kleines. Also er ist ein Bauherr und auch mit Innenarchitektur hat er zu tun. Er macht alles, was schön ist im Innen- und Außenraum. Er handelt und er produziert. Er hat einige Firmen, die das Ganze machen. Er ist kein gebürtiger Adventist. Hat sich später für den Glauben entschieden. Er hat Interesse, also er ist wirklich dort, wo missioniert wird, ist er auch zu Hause. Er missioniert sehr gerne und er unterstützt auch Missionare sehr gerne. Diese Vorstellung habe ich von seiner Frau bekommen. Er liebt die Herausforderungen und das stimmt wirklich. Und er liebt auch die großen Projekte. Es ist ihm nichts zu klein. Er ist 47 Jahre alt und laut seiner Frau hat er Projekte für die nächsten zwei Leben. Er ist verheiratet
Und er hat zwei große Söhne und eine kleine Tochter, die ist so alt wie die Carolina, sie ist 7 Jahre alt, bald. Und das sind die Sachen, also das ist die Präsentation. Ich wollte euch nur vorstellen, was er so auch macht. Und das machen die wirklich. Und das ist seine Familie, Frau und die zwei Söhne. Mit den eine ist schon Schwiegertochter, die andere ist zukünftige Schwiegertochter und die Kleine dazu. Das ist unser heutiger Sprecher. Grüß euch, liebe Geschwister und liebe Assi-Mitglieder und Freunde. Ich weiß nicht, was Stella über mich gesagt hat. Es war sehr lang. Но съм сигурен, че ни каза, че аз никога не съм говорил пред аудитория като вас. Aber ich bin mir sicher, dass sie nicht gesagt hat, dass ich noch nie vor so vielen Menschen gesprochen habe. Обикновено разговорите ми са само за бизнес. Normalerweise spreche ich nur über Business, also über Geschäfte. Искам да се извиня, ако ви отекча тая вечер. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen, falls ich zu fad klinge. Приготвил съм да кажа нещо. Не чух да някой да обясни какво е Аси. Ich habe nicht gehört, dass jemand heute Abend erklärt hat, was Asi eigentlich ist. Всички тук ли знаете какво е Аси? Wisst ihr alle, was hier Anwesenden, was Asi ist? Може ли да дигнат ръка тези, които не знаят какво е Аси? Wer weiß nicht, was Asi ist? С удоволствие ще ви поканя тогава утре на сутрешното богослужение, където се надявам, че някой ще обясни какво е Аси. Dann möchte ich euch gerne für den morgigen Gottesdienst einladen. Da wird sicher jemand erklären, was Asi ist. Ich werde es Ihnen persönlich erklären, nachher. Gut. Ще се опитам да споделя в моята тема. Какво е Аси? Ich werde versuchen, in meinem Thema heute das auch zu erklären, was Asi ist. Като начало искам да ви кажа, харесвам проекти като този в Лесперансе и в Танзания. Für den Anfang möchte ich nur erwähnen, diese Projekte, die gerade vorgestellt wurden, Лесперанс und das Projekt Dunia Heri in Tanzania, solche Projekte mag ich sehr gern. За мен това е истинското християнство. Für mich ist das das echte Christentum. Харесах и проекта на Виена Медиа. Auch das Family Media Projekt hat mir sehr gut gefallen. И бих разказал в България как хората споделят Христос в Виена. Ich möchte auch dann, wenn ich zurück nach Hause komme, erklären, wie man erzählen davon, wie man in Wien von Gott erzählt. Но за мен тези проекти като Лесперансе и Танзания, това е истинското християнство. Die zwei Projekte, Лесперанс und das in Tanzania, sind wirklich verkörpern für mich das echte Christentum. Hey, Господ,
Ай Господ каза в притчи 25 глава, някъде накрая, последната притча, около 40 стих. Понеже сте го направили на тези най-малките, мои братя. In der Bibel steht, 25. Глава, притчите, 25. Ich glaube in den Sprüchen 25, das was hier diesen ganz kleinen von mir, also diesen ganz kleinen gemacht habt, was ihr da gemacht habt, habt ihr auch mir gemacht. Понеже сте го направили на тия, на мен сте го направили. Da steht im Neuen Testament, was ihr den kleinsten, ja, das ist nur der Zevet Gupisch. Da. Всички тези хора се наредиха от дясно на царя. Es steht auch, dass diese Leute, die den kleinsten in unseren Augen quasi den kleinsten geholfen haben, auch auf der rechten Seite von Gott gestanden sind. Темата днес е пришествие, бизнес и мисия. Das heutige Thema heißt Wiederkunft, Business, also Geschäfte und Mission. Перфектната тема за събрание на Азия. Es ist das perfekte Thema für eine Asi, für ein Asi-Sitzung. Бизнес и мисия. Geschäfte und Mission. Има ли връзка между тях? Gibt es eine Verbindung zwischen Business und Mission, zwischen den Geschäften und der Mission? На пръв поглед няма. Eigentlich, wenn man schnell hinschaut, nein. Бизнес си е бизнес. Die Geschäfte sind Geschäfte. То е начин да оцеляваме, докато чакаме. Es ist eine Art und Weise zu überleben, bis wir auf die Wiederkunft warten. Пришествието си е пришествие. Die Wiederkunft ist die Wiederkunft. А мисията е за мисионерите и за пасторите. Und die Mission ist für die Missionare und für die Prediger. Така die ли? Pastoren. Ist das so? Ist das so? Ja. Кое е обединяващо между тези трите? Was verbindet die drei? Ако погледнем малко по-дълбоко, можем да забележим, wenn wir tiefer, wenn wir genauer hinschauen, че Христос е и в трите. Bemerken wir, dass Jesus in allen drei drinnen ist. Исус идва скоро. Jesus kommt bald. Негово е пришествието. Die Wiederkunft ist, es ist seine Wiederkunft. Благословенията в бизнеса също са от него. Der Segen in der Geschäftswelt kommt auch von ihm. И мисията е поръчка от него. Und die Mission ist eine Bestellung von ihm. Es ist eine. Идете и научете всичките народи. Geht hin und lehret alle Völker. Потърсих къде се говори най-много за пришествието в Библията. Ich habe nachgeschaut in der Bibel, wo man am meisten über die Wiederkunft spricht. Къде в Библията се говори най-много за пришествието? Wo in der Bibel steht das meiste über die Wiederkunft? Аз мисля, че в Матей 24 глава, където Христос предсказва. In Matthäus 24, wo Jesus vorhergesagt hat, wo Jesus seine Wiederkunft vorhergesagt hat. И така, след като той разказа подробно в 24 глава за неговото пришествие с всякакви подробности. Nachdem Jesus im Kapitel 24 ganz genau über die Wiederkunft alles erklärt hat. С детайли, които сочат нашето време като последно. Diese Details, die dort beschrieben sind, zeigen diese Zeit jetzt als die Endzeit. Веднага след това продължи с притчи. Gleich nachdem hat mit den Sprüchen begonnen, also mit Gleichnissen. Разказа четири притчи как ще бъде преди пришествието. Er hat vier Gleichnisse erzählt, wie es bei der Wiederkunft sein wird. Харесвам притчите. Ich mag die Gleichnisse. Колкото повече ги четеш, толкова повече изводи можеш да извадиш. Je mehr man darin liest, desto mehr kann man herausholen. Започва с притчата за добрия и злия слуга. Es beginnt mit dem Gleichnis über den guten und schlechten Diener. Който господарят изненада с внезапното си завръщане. Der Herr ist gekommen und hat sie überrascht mit dem schnellen kommen. После премина през 10 девици. Dann kommt das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen. Половината от които пропускат сватбата.
Die Hälfte davon verpasst die Hochzeit. На кое събитие символизира тази притча и сватбата? Wofür steht dieses Gleichnis? Und die Hochzeit, die darin beschrieben ist. Да, точно така. Die Wiederkunft, ja, es symbolisiert das Wiederkunft. На пришествието. Би било лошо да пропуснем точно тази сватба. Es wäre schlecht, wenn wir genau diese Hochzeit verpassen würden. Третата притча разказа за трима слуги с различно отношение, както към господаря си, така и към собствения си бизнес. Im dritten Gleichnis wird erzählt über drei Diener mit verschiedenem Zugang zu ihren Geschäften und zu den Herren, zu ihrem Herrn. И завърши с това, че преди пришествието ще раздели хората на две групи. Und dann endet dieses Gleichnis mit dem, dass vor der Wiederkunft die Leute in zwei Gruppen geteilt werden. Не ги четем, за да спестим време. Надявам се, че всички в залата знаем за тях. Ich lese diese Gleichnisse nicht, damit ich ein bisschen Zeit spare. Wenn jemand sie nicht kennt, kann ich ihm nachher sagen, wo sie sich befinden, dass man sie selber nachliest. Всъщност, Исус разказа две притчи за добри и лоши слуги. Eigentlich hat Jesus zwei Gleichnisse erzählt über schlechte und gute Diener. И две притчи за подготвени и неподготвени хора. Und zwei Gleichnisse über vorbereitete und unvorbereitete Menschen. Така ще бъде преди пришествието. So wird es auch vor der Wiederkunft sein. Ако разгледаме тези притчи, може да намерим много по-дълбока и здрава връзка между пришествие, бизнес и мисия. Wenn wir uns diese Gleichnisse anschauen, werden wir eine ganz eine enge Verbindung zwischen Wiederkunft, der Geschäftswelt und der Mission finden. Бог иска от нас да занесем истината на хората. Gott möchte von uns, dass wir den Menschen die Wahrheit bringen. Нали така? Идете и научете всичките народи. Ist es nicht so? Geht hin und lehret alle Völker. Да споделяме Христос. Това е нашето призвание. Christus auf dem Marktplatz bezeugen. Das ist unsere Mission. Сега главният въпрос. Die Hauptfrage kommt jetzt. Как, когато сме толкова заети с бизнес? Wie soll das gehen, wenn wir so beschäftigt sind mit unseren Geschäften? Под бизнес имам предвид работа. Mit Geschäften meine ich Arbeit. Предполагам, че на конференция НАСИ са дошли много заети хора. Ich nehme an, dass auf dieser Tagung sehr beschäftigte Menschen da sind. Аз от години имам проблеми с времето. Ich habe seit Jahren Probleme mit der Zeit. Има ли други като мен в тази зала? Ist unter den Anwesenden auch jemand, der Probleme hat mit der Zeit? И винаги търся вариант как да намеря време. Ich tüftle immer herum, wie ich zu mehr Zeit komme. Ако може още малко за себе си. Ако може да намеря още малко за себе си. Wenn ich doch noch ein bisschen Zeit für mich hätte. Още малко за семейството. Noch ein bisschen für die Familie. И пак не остана за мисиониране. Und zum Missionieren bleibt keine Zeit. Може би за това често се сещам за сватбата, на която царят Господ кани. Deswegen erinnere ich mich oft an die Hochzeit, an dieses Gleichnis, wo Gott, also es ist die Hochzeit beschrieben, wo Leute eingeladen werden. В Матей 22 глава, 5 стих, се говори пак за сватба. Dort spricht man auch über eine Hochzeit. И хората, когато ги поканиха, казаха. Und die Leute, die man eingeladen hat, haben gesagt, заети сме, нямаме време. Beschäftigt, wir haben keine Zeit. Един отиде на нивата, друг по своята търговия. Der eine ist auf seinen Acker gegangen und der andere ist zu seinem Geschäft gegangen. Сякаш за мене пишат в тая притча. Ich glaube, sie beschreiben mich in diesem Gleichnis.
Понякога си мисля, че не съм сигурен дали ще отида на сватбата. Manchmal denke ich mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich zur Hochzeit schaffe. Защото съм погълнат от бизнеса. Weil ich vereinnahmt bin von den Geschäften. Преди ме тормозеше много мисълта, че от работа не ми остава време да направя нещо за Бог. Früher hat mich der Gedanke sehr geplagt, dass ich vor lauter Arbeit keine Zeit dafür habe, etwas für Gott zu tun. И това, докато не се запознае с идеята на Аси. Und das war so, bis ich Аси kennengelernt habe. Да работиш и да споделяш Христос на работното си място. Arbeiten und am Arbeitsplatz Gott bezeugen. Две в едно. Das ist 2-1. Винаги съм се чудил на стиха в Псалми 127, втори стих. Immer habe ich mich gewundert über den Vers im Psalm 127:2. Безполезно е да ставаш рано и да стоиш до късно. Es ist nutzlos, früh zu aufstehen und bis spät aufzubleiben. Защото Бог дава и на сън на възлюбеници. Denn Gott gibt seinen Geliebten es auch im Schlaf. Also da steht, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ganz genau zitiert. Какво направи? Но пък като разгледаш живота на Авраам, си казваш, може и да е вярно. Aber wenn man sich das Leben von Abraham anschaut, denkt man sich vielleicht, stimmt das? Какво направи Авраам, за да бъде благословен с богатство? Was hat Abraham dazu beigetragen, dass er gesegnet wird mit so viel Reichtum? Беше ли богат Авраам? War er reich? Библията докладва в Битие 13 глава 2 стих, беше много богат с добитък, сребро и злато. In der Bibel steht in 1. Mose 13:2, dass er sehr reich war an Tieren, Gold und Silber. Какво направи Йов, за да бъде благословен с богатство, не съществуващо до този момент? Was hat Hiob dazu beigetragen, dass er gesegnet wurde mit so viel Reichtum, dass es bis jetzt noch nicht gab, bis zu seinem Zeitpunkt? Какво направи Йосиф, за да бъде благословен с да стане управител на Египет? Was hat Josef dazu beigetragen, dass er zweiter in Ägypten wurde? Те всички просто вярваха безрезервно на Бог. Sie alle haben bedingungslos an Gott geglaubt. Явно това е формулата да си възлюбен от Господа. Offensichtlich ist das die Formel, dass man von Gott geliebt wird. Всички посочени досега, Авраам, Йов, Йосиф, са благословени заради вярата си и отношението им към Бог. Alle bis jetzt genannten, oben genannten, das sind Abraham, Hiob, Josef, sind gesegnet, weil sie an Gott geglaubt haben und weil sie so eine Beziehung zu Gott hatten. Но Библията ни разкрива и още нещо. Die Bibel eröffnet uns noch etwas. В притчата за талантите ни показа как да се подготвим за последното благословение. Im Gleichnis über die Talente sagt uns die Bibel, wie wir uns vorbereiten können für die letzte Zeit. За което се казва, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Im Kleinen warst du mir treu, ich werde dir das Große geben. Steht das so. И четем стих 15. Im Vers 15 steht das. 25 глава на Матей. Matthäus 25:15. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети един, на всеки според способността му и тръгна. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Веднага този, който получи 5, отиде и търгува. Sofort ging der eine, der 5 Zentner bekommen hat, hin und hat angefangen, sie zu handeln. От тази притча аз разбирам, че Бог даде средствата, за да търгуваме. Aus diesem Gleichnis sehe ich,
hervor, dass Gott uns die Talente gegeben hat oder die Mittel, dass wir anfangen zu handeln oder sie zu vermehren. Und die nicht handeln, was ist mit ihnen? Es gibt keine, die nicht handeln. Jeder braucht ein bisschen Fähigkeiten, also Handlungsfähigkeiten, damit wir unsere Fähigkeiten auch verkaufen können. Unabhängig davon, ob wir Unternehmer sind oder auch Angestellte in einem Unternehmen oder ob wir Produzenten sind. Jeder von uns braucht Fähigkeiten, unsere Fähigkeiten zu präsentieren, um uns zu präsentieren. Jeder muss sich verkaufen können, damit wir unsere Arbeit besser verkaufen können. Damit wir besser bezahlt werden. Но притчата се оказа, на един даде повече, на друг даде по-малко. In diesem Gleichnis steht, dem einen hat er mehr gegeben, dem anderen weniger. Изглеждаше ми несправедливо дълго време. Lange Zeit habe ich das sehr ungerecht gefunden. Докато прочетах. Bis ich gelesen habe. Раздаде им ги според способностите. Da steht, da habe ich gelesen, jedem nach seiner Tüchtigkeit hat er sie gegeben. Da? Dem einen gab er 5, dem anderen 2, dem dritten einen. Кога им ги раздаде? Wann hat er sie ihnen erteilt? Бяха зрели хора. Das waren schon erwachsene Leute. Работещи вече. Schon im Arbeitsleben. Das waren keine Kinder. Тоест, тук даването на талантите не е по рождение. Das heißt, das Verteilen der Talente ist nicht, geht nicht nach Geburt, also bei der Geburt. Тези хора са имали време да учат. Diese Leute hatten Zeit zu lernen. Да трупат способности. Sich Fähigkeiten anzueignen. Преди да им раздадат талантите. Bevor man ihnen die Talente gegeben hat. Тук искам да се обърна към младите хора. Da möchte ich die jungen Menschen ansprechen. Какво е нужно Бог да ти даде повече? Was brauchst du, dass du mehr Talente bekommst? Според притчата, способности. Nach diesem Gleichnis brauchst du Fähigkeiten. Моля ви, не пропилявайте времето си. Vergeudet eure Zeit nicht. Ich bitte euch. Учете занаяти. Lernt. Учете програмиране. Lernt programmieren. Lernt Sachen mit euren Händen. Това е бъдещето. Das ist die Zukunft. Учете се на добри обноски. Lernt auch lernt auch gute Menschen zu werden. Учете се да свирите и пеете. Lernt auch Musikinstrumente zu spielen und auch zu singen. И накрая, но не на последно място. Und zum Schluss, aber nicht zuletzt, also nicht als letztes. Изучавайте Христос Господарят. Lernt Jesus Christus, den Herrn, kennen. Това е нужно, за да получите повече таланти. Das braucht ihr, damit ihr mehr Talente bekommt, 15, also mehr Center bekommt. Но това не е края. Aber das ist nicht das Ende. Ако беше така, щеше да е супер. So wär's gut gewesen, wenn man mit dem Verteilen der Talente aufhören würde. Напъваш се, завършваш 2-3 образования и получаваш голямата награда. Alle Kraft zusammen nehmen, 3-4 Universitätsabschlüsse nehmen und dann kriegt man das große Los. Според притчата, това е само началото. Nach dem Gleichnis ist es nur der Anfang. Никой не знае колко време се е забавил господарят. Wir wissen nicht, wie lange der Herr gebraucht hat. Първите двама работиха през това време. Nur die ersten zwei haben inzwischen gearbeitet. Те търгуваха и умножаваха това, което им е дадено. Sie haben vermehrt das, was ihnen gegeben wurde. Тук виждаме, че те умножиха талантите. Man sieht, dass sie die Talente vermehrt haben. Не когато трупаха способности. Nicht als sie die Fähigkeiten sich angeeignet haben. А когато ползваха наученото, за да работят. Sondern sie haben sich die Fähigkeiten vorher schon angeeignet und haben sie angewandt, um die zu vermehren. И накрая получават голямата награда. Und dann haben sie den großen Preis gewonnen, bekommen. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя.
Da hat der Herr gesagt, über dem Kleinen, beim Kleinen warst du mir treu, du kriegst auch das Große, gebe ich dir noch. Библията ни казва с тази притча, че трудолюбието не е за подценяване. Mit diesem Gleichnis sagt uns die Bibel, dass der Fleiß nicht zu unterschätzen ist. Как мислите, каква щеше да е наградата на този, който имаше един талант, ако беше направил още един? Was glaubt ihr, was wäre das, der Preis oder was hätte der Herr zu dem einen gesagt, der einen Zehntner bekommen hat, wenn er ihn verdoppelt hätte? Аз съм сигурен, че наградата щеше да е същата. Ich bin mir sicher, dass der Herr ihn genauso gelobt hätte. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Er hätte das Gleiche zu ihm gesagt. Господ ни очаква от всички да направим по 10 таланта. Gott erwartet nicht von uns allen, dass wir 10 aus den 5 10 machen. Нужно е само да не спираме да работим с това, което ни е дал и да го умножаваме. Es ist notwendig, dass wir nicht aufhören zu arbeiten mit dem, was er uns gegeben hat, und dass wir es vermehren. И това да го правим за господаря. Und das für den Herrn, das sollen wir für den Herrn machen. Това е притча за подготовката за пришествието на Господ. Das ist ein Gleichnis für die Vorbereitung für die Wiederkunft. В предната само се споменава, че има разумни и неразумни хора. In dem vorhergehenden Gleichnis wird nur erwähnt, dass es vernünftige und unvernünftige Menschen gibt. Такива, които са подготвени, solche, die vorbereitet sind, и такива, които не са подготвени. Und solche, die unvorbereitet sind. А тук се казва практично. Da spricht man das Praktische viel mehr an. Какво да направим, докато чакаме? Was sollen wir tun, während wir warten? Как да се подготвим? Wie sollen wir uns vorbereiten? Харесвам началото на стих 16. Ich mag den Anfang von Vers 16. Казва се веднага. Da steht sofort. Щом получи талантите, отиде и търгува с тях. Aha, da steht sofort, als er die Talente bekommen hat, ging er hin und hat angefangen damit zu handeln. Не губише време. Er hat keine Zeit verloren. Действаше като бизнесмен. Er hat wie ein Businessman gearbeitet. Явно е бил от Аси. Vielleicht war er von Аси. Умножавал е талантите си за Господа. Er hat seine Talente für den Herrn vermehrt. Защото стих 19 казва, in Vers 19 steht, че като се е върнал господарят и ми е потърсил сметка. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Stich 20 продължава. Und in Vers 20 steht, da trat herzu, der 15. empfangen hatte und legte weitere 15 dazu. Като се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5. Und hat 5 dazu gegeben. И каза, господарю, ти ми предаде 5, ето аз печелих още 5. Und hat auch dazu gesagt, Herr, du hast mir 15 anvertraut, siehe da, ich gebe dir 15 dazu. Тук в българския превод се казва предаде. In der bulgarischen Übersetzung steht, не се казва даде или подари, игра на думи. Ich habe dir 15 anvertraut, ich habe sie dir gegeben, ich habe sie dir nicht geschenkt, steht da. Казва се предаде, не се казва даде или подари. Ich habe sie dir nicht, ich habe sie dir übergeben, ich habe sie dir nicht gegeben oder geschenkt. Ich habe sie dir übergeben zur Verwaltung. Звучи ми като предаване на отговорно пазене. Das klingt für mich wie eine Übergabe für verantwortliche Verwaltung. И после този слуга заявява сякаш с гордост. Und dieser Diener, dieser Knecht sagt ganz, es klingt ganz stolz. Ето, аз печелих още 5. Siehe, ich habe noch 5 dazu gewonnen. Същата история се повтаря и с този, който спечели 2. Die gleiche Geschichte geht mit dem, der 2 gewonnen hat und noch 2 dazu. Но нека се върнем към историята и към случая с ленивия слуга. Aber gehen wir zurück zu dem faulen Diener oder Knecht. Да прочетем стихове 26 и 27. Lesen wir Verse 26 und 27 im Kapitel 25 von Matthäus. А господарят му в отговор каза: зли и лениви слуго.
Знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал. Da trat der Herr, da trat auch herzu, zu dem, der einen bekommen hat und sprach, Herr, nein, Moment, das ist der Herr, was der Herr sagt. Sein Herr, das ist der Vers 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Ти обаче трябваше да внесеш парите ми при банкерите, когато си дойдеш, щях да ги взема със своето с лихва. Und dann 27, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Дали леността беше основният проблем на този слуга? War die Faulheit das Hauptproblem von diesem Diener, von diesem Knecht? Господаря го нарича зъл и ленив. Der Herr sagt, du bist böse und faul. Този слуга имаше, според мен, много по-сериозен проблем от леността. Meiner Meinung nach hatte dieser Diener ein viel ernsteres Problem als die Faulheit und die Bosheit. То си личи от думите. Da erkennt man das aus dem Kontext. Господарю, ако искаш превежда. Да, Herr. Господарю, аз те знам какъв човек си. Той не го пише в Библията. Ich kenne dich, was für ein Mensch du bist. Женеш където не си сял. Du erntest dort, wo du nicht gesät hast. Ти си несправедлив. Du bist ungerecht. Ti si alčen. Du bist habgierig. Ti не заслужаваш повече. Du verdienst nicht mehr. Не мързело му попрече на този слуга. Ich glaube nicht, dass die Faulheit diesem Diener das Problem war, а неговия характер. Sondern sein Charakter. Някои смятат, че да закопае тези пари му е косвало повече време и усилия, отколкото да ги предаде на банката. Er hat das Geld eingegraben. Manche meinen, dass für dieses Eingraben mehr Zeit und Fähigkeiten gebraucht wurden, als das den Wechseln oder der Bank zu überbringen. По-големият му проблем беше с отношението към господаря. Sein gröberes Problem war die Beziehung zu seinem Herrn. Не разбираше господаря. Er hat ihn nicht verstanden. Не разбираше неговата воля. Er hat seinen Willen nicht verstanden. Мисля, че той не познаваше своя господар. Ich denke, er hat seinen Herrn nicht gekannt. Имаше изкривена представа за характера му. Er hat ein verzerrtes Bild von seinem Charakter. И затова не искаше да работи за него. Deswegen wollte er nicht für ihn arbeiten. Затова закопа парите. Deswegen hat er das Geld eingegraben. Явно не искаше да има нищо общо с този господар. Offensichtlich wollte er nichts zu tun haben mit diesem Herrn. Днес има ли такива хора? Gibt es heute solche Menschen? От тук разбирам, че една грешна мотивация може да ни попречи да се подготвим за пришествието. Aus diesem Gleichnis sehe ich, dass eine falsche Motivation uns von der Vorbereitung für die Wiederkunft abbringen kann. Да ни попречи до толкова, че да пропуснем сватбата. Uns so davon abbringen, dass wir die Hochzeit verpassen. Грешната мотивация или липсата на такава Die falsche Motivation oder das Fehlen einer Motivation може да ни доведе до ленност, kann uns zur Faulheit bringen или до много работа без плодове. Oder kann uns dazu bringen, viel zu tun, ohne dass wir Früchte tragen. Чух една история за майка Тереза. Ich habe eine Geschichte über Mutter Teresa gelesen, която искала да построи училище. Die eine Schule gründen wollte. Отишла при Хенри Форд. Sie ist zu Henry Ford gegangen. И му поискала пари за училището. Und hat ihn nach Geld für die Schule gefragt. Той дал $2. Er hat ihr $2 gegeben. Звучи като подигравка. Es klingt wie eine als ob er sie nicht ernst genommen hätte. Но знаете ли как реагирала тя? Wisst ihr, wie sie reagiert hat? Взела $2. Sie hat die $2 genommen. Прибрала се и купила семена. Sie hat mit diesen $2 Samen gekauft. Не знам колко години са сяли реколта и са разширявали производство. Ich weiß nicht, wie viele Jahre sie gesät haben mit diesen Samen und sie vermehrt haben.
докато спечели пари, за да закупи земята. Aber es hat gedauert, bis sie Geld mit diesen Samen Geld erwirtschaftet haben, um das Land zu kaufen. После се връща при Хенри Форд. Dann ist sie zu Henry Ford zurückgegangen. И му казва какво е направила до сега с тези пари. Und hat ihm auch erklärt, was sie mit diesem Geld bis jetzt gemacht hat. Знаете ли какво е направил Хенри Форд? Wisst ihr, was Henry Ford gemacht hat? Daraufhin? Дал е останалите пари за цялото училище. Er hat ihr das restliche Geld für die ganze Schule gegeben. Тази притча и тази история. Diese Geschichte. Са за настойничеството. Die erklären uns die die Hauswirtschaft, also wie wir wirtschaften. Ja? Специална дума. Какво означава да стопанисваме, какво е настойничеството? Was ist ein Wirtschafter? Означава да стопанисваме добре чуждата собственост, която ни е предадена. Das ist einer, der das fremde Eigentum gut drüber schaut oder drauf schaut. Така се казва в стиха, когато предаде талантите. So heißt es auch in dem Vers, wo der Knecht die Talente oder die Zehnte abgegeben hat. Настойничеството не е само да управляваш пари и не е само за предприемачите. Das Wirtschaften ist nicht nur über Geld verfügen und Geld verwalten oder Verwalterschaft. Ja, es ist nicht nur das. То е да стопанисваш добре онази част от имота на господаря, която е избрал да повери на теб. Es ist auch über den Teil zu wirtschaften, den wir anvertraut bekommen haben vom Herrn. Тя може да бъде материална. Es kann sein, dass es Geld ist. Може да бъде интелектуална. Es kann sein, dass es Intellekt ist. Може да имаш изключителни физически способности. Es kann sein, dass wir außergewöhnliche physische Fähigkeiten haben. Или чудесни социални умения. Oder soziale Fähigkeiten. Или просто да си много красив или красива. Oder dass man einfach sehr schön ist. Настойничеството е да използваме правилно това, което имаме. Das richtige Wirtschaften oder das Verwalten von dem, was wir bekommen haben, heißt, das, was wir bekommen haben, richtig einzusetzen. И да го управляваме. Und das, ja, richtig einzusetzen. Да го развиваме и да го умножаваме. Es zu vermehren und zu entwickeln, das, was wir bekommen haben. Защото докато правим това, weil während wir das machen, ще се свързваме с точно определен кръг хора. Werden wir mit einer bestimmten Menge, mit bestimmten Menschen in Verbindung kommen, с които ще можем да споделяме Христос. Mit denen wir über Gott erzählen können. Настойничеството е нашето служене, нашия живот, нашата мисия. Die Verwaltung oder das Wirtschaften, das ist sollte unsere Mission sein, unser Leben sein und unser Dienst sein. Помните ли мотото на Аси? Erinnert euch, wie das Motto von Аси lautet? Да споделяме Христос в бизнес среда. Christus auf dem Marktplatz bezeugen. Имаме различна работна среда. Wir alle sind an verschiedenen Marktplätzen. Защото стопанисваме различни части от имота на господаря. Weil wir verschiedene Teile verwalten von dem, was Gott uns gegeben hat. Всяка работна среда си има своето обкръжение. Jede Arbeit hat seine Umgebung. Лекар споделя с лекари. Ein Arzt verkehrt also mit Ärzten. Манекен споделя с манекени. Ein Model spricht mit Models. Учителите по-трудно могат да споделят с земеделските производители. Die Lehrer tun sich schwer mit den Landwirtschaftlern zu sprechen. Ключът за доброто настойничество е в отношението ми към Бог. Der Schlüssel des guten Wirtschaftens ist meine Beziehung oder mein Verhältnis mit Gott. А моето служене е показател за моето отношение към Него. Mein Dienst zeigt, wie ich zu Gott stehe.
Тръгнах веднага да търгувам или закопах таланта си. Bin ich sofort gegangen und habe das, was mir anvertraut wurde, vermehrt oder habe ich es eingegraben? Кое от двете е моето настойничество? Was für ein Wirtschafter bin ich? Welcher bin ich? Накрая искам да отбележа още нещо от тази притча. Zum Schluss möchte ich noch etwas mit euch teilen. Никъде не се казва, че господарят взе обратно талантите. In der Bibel steht nicht, dass der Herr das, was er anvertraut hat, zurückgenommen hat. Или дори и половината от тях. Nicht einmal die Hälfte davon. Аз ти дадах 5, върни ми ги и задръж останало. Ich habe dir 5 gegeben, gib sie mir zurück und behalte den Rest. Първо, искам да покажа това с стихове от Библията. Ich möchte das mit Versen aus der Bibel beweisen. Първо, когато се отчитат, те само докладват. Аз печелих още толкова. Bei der Rechenschaft, bei der Abrechnung, sagen sie, ich habe so und so viel gewonnen oder dazu gewonnen. И господарят му го награждава. Und der Herr gibt eigentlich einen Preis dafür. Also er lobt die Knechte. Над малкото си бил верен. Er sagt, über den Kleinen habe ich dich... Над многото ще те поставя. Das Kleine habe ich dir gegeben, das... da steht... ich lese es jetzt vor, wie es da steht. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Второ. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Zweitens. Второ, когато господаря наказа злия слуга, als der Herr den bösen und faulen Knecht bestraft hat, каза в стих 28, hat er im Vers 28 gesagt, затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10. Er hat gesagt, nehmt von dem, der einen Zehnter hat und gebt den dem, der 10 hat. Явно те вече са негови, тези 10. Offensichtlich gehören die 10 schon dem, der sie erwirtschaftet hat. И господаря смята, че може да му даде още един. Und der Herr hält es für gut, ihm noch einen dazu zu geben. Тук става ясно, че Господ не си иска обратно спечеленото. Aus dem sehe ich, dass Gott das Gewonnene nicht zurückhaben will. Той оценява само това, на кого служим, когато работим. Er sieht, wem wir dienen, wenn wir arbeiten. Тези, които работиха за господаря, für den Herrn gearbeitet haben, първите двама слуги, die ersten zwei, получиха всичко. Sie haben alles bekommen. И талантите, das was, also die Zehnter, die Talente, и голямата награда. Und den großen Preis. За разлика от тях, злия слуга от първата притча, im Gegensatz dazu hat der böse und faule Diener aus dem Gleichnis, който си помисли, че може да прави каквото си иска с имота на господаря. Der sich gedacht hat, ich kann alles tun mit dem Hab und Gut von meinem Herrn. Ние прочетахме, но записахме в края на 24-та глава на Матей. Am Ende des 24. Kapitel von Matthäus steht da. Този зъл слуга, der böse Knecht, и този мързеливия слуга от der faule Knecht, притчата с талантите, получиха една и съща присъда. Haben den gleichen Preis bekommen. Пратиха ги там, където ще е плач и скърцане със зъби. Da werden sie zu einem Platz gehen, bei den Heuchlern, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Пришествие, бизнес, мисия. Wiederkunft, Business, Mission. Аси обединява и трите. Аси verbindet alle drei. Чрез нашия бизнес, durch unsere Geschäfte, да споделим благата вест, че Господ Бог идва. Können wir die gute Nachricht, dass Jesus wiederkommt, den Menschen erzählen. Какво може да се каже още? Was können wir noch dazu sagen? Освен амин. Außer Amen. Аз бих ги подредил хронологически бизнес, мисия, пришествие. Ich würde sie chronologisch, also ich würde sie anders einteilen. Business, Mission, Wiederkunft. И това да ми е като план за живота напред. Und das soll mein Plan für mein Leben sein. Бизнес и мисия, ръка за ръка,
И така всеки ден, докато дойде пришествието. Бизнес und Mission Hand in Hand und das jeden Tag bis Jesus wiederkommt. Знаете ли защо ми допада да служа в Аси? Wisst ihr, warum ich den Dienst bei Asi mag? Защото мога да помогна да се разпространява името на Христос дори когато съм много зает. Weil ich helfen kann, dass das Wort Gottes und sein Name verkündet wird, auch wenn ich sehr beschäftigt bin. Мога да подкрепя организацията. Ich kann die Organisation unterstützen. А тя всеки, който има на сърце да служи на нашия Господ. Всеки, да подкрепи всеки, който има. Und ich kann die mit meinem Geld und mit meiner Zeit die Organisation unterstützen und die Organisation unterstützt jeden, der für Gott etwas tun will. Така моите пари. So kann mein Geld. Плюс тези на всички, които мислят като мен. Und das Geld von allen Menschen, die so wie ich denken. Могат да подкрепят не един, а десетки проекти. Können nicht nur ein Projekt, sondern hunderte Projekte unterstützen. Станах член на АСИ, не когато един бизнесмен, мирянин и мисионер, донесе идеята на АСИ в България. Ich bin Mitglied von АСИ geworden, nicht als ein Businessman, Business, also ein Geschäftsmann, die Idee nach Bulgarien gebracht hat. Не когато направи своята презентация и обясни прекрасно какво е АСИ. Nicht als präsentiert hat, ganz, ganz gut, was АСИ heißt. А когато посетих Европейската конференция в Португалия. Sondern als ich bin Mitglied geworden und war überzeugt, als ich die Europäische Konferenz in Portugal besucht hatte. Там познавах само Крис Ленард. Dort kannte ich nur Chris Lennart. Видях мащаба на организацията. Ich habe die Größe der Organisation gesehen. Видях как Божия дух движеше нещата. Ich habe gesehen, wie der Geist Gottes alles bewegt hat. Как миряни и самоиздържащи се работници се обединяват, за да служат заедно. Ich habe gesehen, wie Laien und self-supporting Leute, die sich selbst und ausgehalten haben, Selbsterhalter, das gemeinsam das Wort Gottes verkündet haben. В онази събота всички проекти, които се нуждаеха от спонсориране, бяха на стойност 185 000 евро. An diesem Sabbat damals waren alle Projekte, die Geld gebraucht haben, die einen Sponsor gebraucht haben, die Summe davon war 185.000 Euro. И в една съботна колекта in einer Sabbatsammlung за по-малко от 15 минути innerhalb von weniger als 15 Minuten се събраха всичките. Sind diese 185.000 Euro zusammengekommen. Така че да не пострада нито един от проектите. So dass keines dieser Projekte zu kurz gekommen ist. Това ме впечатли много. Das hat mich so beeindruckt. 700-800 човека в залата сякаш се бяха наговорили. 700 bis 800 Leute waren im Saal, als ob sie miteinander sich ausgeredet hatten. Да съберат точната сума, genau която, die genaue Summe zu sammeln, die gebraucht wurde. Видях същото нещо преди 3 години в България. Ich habe das gleiche erlebt vor 3 Jahren in Bulgarien. На конференцията на АСИ. Auf der ASI-Konferenz. Колкото бяха нужни, толкова се събраха. So viel Geld, wie gebraucht wurde, ist auch zusammengekommen. Нито повече, нито по-малко. Nicht weniger und auch nicht mehr. Не може да е случайност. Es ist kein Zufall. Es kann kein Zufall sein. Мога да си пожелая днес на мен и на вас. Ich möchte mir und euch heute Abend wünschen, да използваме талантите си така, unsere Talente so einzusetzen und Fähigkeiten, че да получим последната голямата награда. So dass wir den großen Preis zum Schluss bekommen. Над малкото си бил верен. Du warst, beim Kleinen warst du treu. Du bist mir über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Ja. Амин. Amen.